Yeeha, Cowboys, und herzlich willkommen zur ersten Folge Call of Juarez Ganzlinger. Wie ich es versprochen habe, bisschen Western-Action. Ich freue mich riesig. Nachdem, das ist mittlerweile der vierte Teil von der Call of Juarez-Serie. Nach Call of Juarez 1, Call of Juarez Bound in Blood. Und was ich nicht erwähnen möchte, aber es leider muss, Call of Juarez de Cartel, ist das nun der vierte Ableger. Die ersten zwei Spiele waren sensationell. Da gab es auch, das war glaube ich so mit die ersten Mal, dass es vernünftige Western-Spiele gab. Also in dem Bereich, zumindest im Shooter-Bereich. Wenn mich nicht alles täuscht, abgesehen von Red Dead Redemption, aber das müsste glaube ich danach noch rausgekommen sein. Und die ersten zwei Teile waren wirklich super. Bound in Blood war eine Sensation und The Cartel war mit das Schlechteste, was ich je in meinem Leben gespielt habe. Jetzt Neustart wieder im Western-Style, was bei The Cartel leider nicht mehr der Fall war. Und ich würde sagen, wir starten sofort in die Action. Ihr habt drei Spielmodi. Wir werden natürlich den Story-Modus spielen. Arcade ist sowas in der Art wie, ihr spielt auf Zeit und müsst halt eine Highscore knacken. Und Duell, das werdet ihr nachher auch noch im Story-Modus haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe ihn auch noch nicht angespielt. Das erklärt sich dann von selbst. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Auf normal, wir wollen es ja nicht übertreiben. Und dann müsste euch gleich eigentlich schon eine Besonderheit auffallen, weil das Ganze wird nicht in richtigen Videosequenzen in Anführungszeichen erzählt. Ja, schon Videosequenzen, aber eher so ein bisschen, kann man cartoonmäßig sagen? Ich glaube schon. Ich hoffe, dass ich auf einem Pferd reiten darf. Ich hoffe es wirklich. Weil dann sonst wird ja so viel an Flair verloren gehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber mal schauen, wir lassen uns überraschen. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. Hallo, Molly. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Die wird ihrem Namen gerecht. A couple. Trio. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Sehr cool. Down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair trigger temper. Made him dangerous as hell. Dass wir auch immer so ein Charakter spielen müssen oder dass irgendein Charakter mitspielt, den man kaum aussprechen kann. Silas Greaves, nennt man so. Ja, bei Tomb Raider war es Matthias. Bei Spec Ops weiß ich es gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Hier sind wir jetzt Silas Greaves. Also für Leute mit einem Sprachfehler sind die Spiele bisher nichts. Und wir starten einmal. Es war einmal in Stinking Springs. Wollen wir mal schauen, was Stinking Springs uns so bringt. Was ist das denn jetzt? Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Macht das jetzt was wie der Ladebildschirm, dass das langsam aufploppt? Sehr schön. Oh, hallo. But before I tell you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny feeling. No, Steve. The kind of funny. Kann ich? Darf ich? Mo.
Ja, okay. ja, ich bin ungefähr auf einer Ebene mit denen, ne? Also auch vom IQ her und so. Ja, es steckt an. Ja, ist ja gut. Ihr seht schon von der Grafik her, das ist, hat so ein bisschen diesen Comic-Stil. Letztes Mal, dass ich sowas gespielt habe, war glaube ich bei 13. Das kommt auch glaube ich langsam wieder in Mode. Bei The Darkness 2 war es ja auch so. Drücke O oder 0, ist das O oder 0? Um das Missionsziel anzusehen. Das ist O. Kehre zum Versteck zurück. Ja, da wollen wir das nochmal machen. Sieht aber sehr, sehr schön aus. Also sehr, sehr stimmig auf jeden Fall. Ach, ich habe gerade gesehen, man bekommt sogar so Sterne. Wieder für Idioten wie mich, ja, die sich verlaufen könnten. Bekommen da hier so Sterne angezeigt anscheinend. Ja, sehr, sehr gut. Drückt ihr O. Ach, das sind... Ah, muss ich... Ah, geht ja direkt los. Oh. Erfahrung verdienst du durch das Erledigen von Gegnern. Du brauchst sie, um durch Levelaufstieg zusätzlich Fähigkeiten zu verdienen. Aha, also auch wieder so eine Art Level-System, wie wir das bei Tomb Raider hatten. Fällt mir ein bisschen Abwechslung rein. Oh, bitte. Oh, bitte. E drücken bestimmt. Oh, bitte. Lass mich doch da drauf. Ich will da drauf. Ich will da drauf. Oder ich erledige dich. Lass mich da hoch. Na, war klar, dass das nicht geht. So. Also ihr seht schon, ey, das sieht echt... Auch hier mit den Vögeln. Das ist echt schön. Das sieht echt gut aus. Stimmig. Wow, wow, wow. Was macht er denn? Das Erledigen von Feinden lädt deine Konzentrationsanzeige auf. Drücke leer, um vorzufahren. Machen wir das doch mal. Drücke Q, um die Konzentration zu aktivieren. Ah! Ich glaube, das gab es auch in Hitman. Meine ich. Ah, schön Kopfschüsse. Also nicht, dass Kopfschütze schön wäre natürlich, ne? Also klingt grausam. Ja. Was ich eben noch sagen wollte, The Cartel. Das ist, ja. Das letzte Spiel der Call of Juarez-Serie, was rauskam. Das ist immer so eine Sache, reden und schießen und spielen und. Und ist komplett gefloppt. Beziehungsweise es war auch einfach ein grottenschlechtes Spiel. Mit mittelprächtiger Grafik, mit unglaublich schlechten Zwischensequenzen, mit schlechten Dialogen, hallo! Oh, 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 oh. Mit schlechten Dialogen, mit schlechter Story. Das ist, ich meine, die Serie Call of Juarez ist bekannt geworden, weil sie im Western gespielt hat. Und man hat es dann irgendwie versucht, ins, ich glaube, in Los Angeles irgendwelche Drogenkartells zu legen. Und das ist völlig schief gegangen. Zu Recht. Und anscheinend hat es jetzt die Entwickler dazu bewegt, nochmal bei Null anzufangen. Ich war auch erst skeptisch, als ich das gesehen habe, als es rauskam, beziehungsweise als es angekündigt war, weil es ist ein Download-Titel, also das heißt, ihr bekommt den auch für Xbox und die PlayStation. Und das auch für wenig Geld. Also für den PC zahlt ihr 15 Euro, glaube ich, und ich glaube für die Stores, da ist es auch nicht viel teurer. So, Fähigkeitenmenü können wir mit U öffnen. Fähigkeitspunkte ausgeben, wähle eine der drei Fähigkeitskategorien und erwirb deine Fähigkeiten ganz links. Revolverheld. Ja. Gute Band mal gewesen, früher, ne? Lange her. Scharfschütze auf große Distanz. Nahkämpfer. Ne, wir nehmen mal den hier, das klingt gut. Und dann können wir. Ach, das ist ja dann noch ganz am Anfang. Beidhändiger Revolver. Schnapp dir zwei Revolver und zeigst. Ja, das hört sich super an. Alles, was mit Duels zu tun hat. Und hier auch wieder was. Ihr könnt Geheimnisse suchen. Das habe ich zumindest gelesen oder gesehen, weiß ich gar nicht mehr. Das heißt, es ist eigentlich, glaube ich, ein stupides Action-Spiel. Gehe ich mal schwer von aus, so wie es jetzt auch die ersten Minuten wirkt. Aber ihr habt halt auch wieder diese Chance. Ich glaube, da kriegt ihr auch EP zu. Habe ich jetzt eben gar nicht drauf geachtet. Dass ihr da ein bisschen rumsammelt und EP dadurch bekommt. Oh, was ist das denn jetzt? Du kannst tödliche Schüsse nur bei vollständig aufgeladener Todesahnung ausweichen. Ich will lernen vorzuhören. Weich der cool aus, indem du mit A nach links oder D nach rechts. Ja, ich denke mal eher nach links, ne? Oh, sehr cool. Also wenn das nicht zu häufig vorkommt, ist das echt cool. Es sind viele Kleinigkeiten drin, glaube ich, in dem Spiel. Es sieht bisher echt liebevoll gemacht aus. Ja, wie gesagt, ihr bekommt das als Download-Titel, deswegen war ich auch erst so ein bisschen skeptisch. Das soll natürlich jetzt nicht einfach... Ich habe doch eigentlich eben ausgewählt, dass ich zwei nehmen kann, oder? Bin ich jetzt... Okay. Deswegen war ich erst ein bisschen skeptisch. Aber zumindest die ersten Tests, die man gelesen hat, klangen
durchweg in Ordnung, sehr positiv. Und da habe ich mir doch gedacht, lasse ich mich nicht lumpen, besorgt mir das Spiel mal für euch und spiele das mal an. Und werde euch dann auf jeden Fall zum Ende sicherlich ein Fazit geben können, ob sich der Kauf lohnt oder nicht. Na, ich war auch schon mal eben sicherer hier. Zack. Das erinnert mich halt ein bisschen an Bulletstorm, war das, glaube ich, dass der auch dieses Kombo-System hatte. Ich glaube, wenn ihr hier in einer gewissen Zeitreihenfolge, also ich glaube, ihr habt immer 4 Sekunden nach jedem Kill, um den nächsten zu machen. Und dadurch startet ihr praktisch ein Kombo. Schauen. Wird uns ja sicherlich auch mal angezeigt werden oder gesagt werden, ne? So, was ist jetzt hier los? Da ist doch was. Headshot. Und wo? Oh, scheiße. Laufen. Geht der hier? Gefällt mir. Wo an der jetzt? Kann man nicht. Patz. Ah, hat mir jetzt auch nichts über. Zack. 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 Hör was! Stirb, du Hundekode! Zack. Ihr seht das, wenn ihr. Ihr habt die Option, so zu schießen, wie ich jetzt gerade bin. Ich habe die Dialoge noch nicht einmal gelesen, aber die sollen eigentlich super sein. Müssen wir gleich drauf achten, auf jeden Fall. Hat natürlich seine Vorteile, wenn man sowas zu zweit spielt, dass einer auf die Dialoge achten kann. Ihr seht, wenn ihr so seid, ihr habt ein riesen Fadenkreuz, wenn ihr aber reinzoomt, wird das ganz klein. So bis es dann wirklich diesen Punkt hat vom Revolver, also diesen Pöppel da oben. Und jetzt werden wir mal ein bisschen auf die Dialoge achten. So ein bisschen, ne? Und hier müsste eigentlich auch Billy the Kid sein. Oh, ein Geheimnis mal wieder zum Sammeln. Ah, hier wahrscheinlich. Was? Nuggets der Wahrheit? Das ist auch ein geiler Name für so Karten. Bei seiner Verfolgung von Billy the Kid und dessen Bande, den sogenannten Rustlers, den Nachfolgern der Regulatoren, war Pat Garrett gnadenlos. Garrett und seine Männer verfolgten sie zu einem verlassenen, steinernen Farmhaus in Stinking Springs und umstellten das Gebäude. An Billys Seite befand sich eine bunte Ansammlung von Desperados, unter ihnen Tom Pickett, Billy, Wilson, Charlie Board und Dirty Dave Rudderboff, auch ein geiler Name, war bereits Legenden wie Dave Mather, Bat Masterson, Wyatt Earp und Doc Holliday begegnet und starb auf äußerst unappetitliche Weise. Er wurde 86 erschossen und mit einer mexikanischen Machete enthauptet. Ich meine, wenn er schon tot ist, dann noch enthaupten, ist ja auch nicht unbedingt die feine Englische, ne? Charlie Baudre, die Name, das ist, der in der Schießerei von Blazersmill möglicherweise Buckshot Roberts tötete, überlebte die Belagerung in Stinking Springs nicht. Eine Kugel traf ihn in die Brust, als er an einem Fenster vorbeiging. Die anderen ergaben sich am folgenden Tag, dem 23. Dezember 1880, nachdem Dirty Dave eine weiße Flagge geschwenkt hatte. Die gefangenen Banditen wurden nach Santa Fe transportiert, während Billy in Mesilla zum Tode durch den Strang verurteilt wurde. Er wurde anschließend nach Lincoln, New Mexico gebracht, wo ihn die Exekution erwartete. Dazu sollte es jedoch nie kommen, denn Kid gelang ein spektakulärer Ausbruch. Also ich habe jetzt schon so viele Namen gelesen, dass ich völlig verwirrt bin. Aber ich lese es euch trotzdem mal vor. Schade, dass es da keine Sprachausgabe gibt. Und ich würde sagen, da ist Billy the Kid. Das sieht cool aus. Gefällt mir. Ich mag den Stil. Billy looked at me and said, about time, amigo. Grab a gun and get to the window. Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. That's anyway, funny. We were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Oh, das war schlecht. Zack. Zack. Es ist auch schwer, auf beide Dialoge zu achten, was er sagt und was Silas sagt. Silas. Da habe ich den Charlie. Oh.
Natürlich, Billy. Wenn Billy das sagt, muss er aber dran sein. Das ist immerhin Billy the Kid, ja. Nicht irgendwer. Ach, da oben. Tschüss. Zack. Was war das? U, ne? Kann man hier noch was machen? Tiefe Taschen, höhere Munitionskapazität oder längere Kombo-Modus. Das hört sich doch schon gut an. Vielleicht kriegen wir bestimmt wieder mehr Erfahrungspunkte. So, das ist diese Bullet Time oder wie man sie auch nennen will. Konzentrationsmodus wird das, glaube ich, hier genannt. Den könnt ihr mit Q aktivieren. Der muss sich aber auch aufladen. Ich glaube, je nach Treffern, die ihr setzt. Auch, ich glaube, je nachdem, wie gut die Treffer sind. Oh, ist aber schlecht. Wenn ihr so schießt wie ich, dann dauert das natürlich mit dem Konzentrationsmodus auf jeden Fall. Zack, ja, seht ihr, also sobald man... ich hab doch geschossen. Oh, links ausweichen. Müssen wir jetzt hier raus? Hol die Pferde aus dem Stall. Das hört sich gut an. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Eins, zwei, drei. Nein, nicht drei. Drei. Vier. Ah, sehr schön. So lobe ich mir das doch, Mike. So lässt sich schießen. Also es ist ja, man sagt, relativ schlicht so der Grafikstil. Ja. Es ist halt jetzt natürlich kein Tomb Raider oder Crysis. Aber es sieht echt gut aus. Und ich muss jetzt echt ein bisschen auf die Dialoge achten. F für einen Nahkampf. Ist er jetzt tot? Naja, spätestens jetzt ist er tot. Ist er tot? Was macht er denn jetzt? Hab ich das verpasst? Was hat er denn jetzt? Okay. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen überfordert, wenn ich ehrlich bin. Also, weil sich die Gegner bewegen, ist das echt schwer, die zu treffen. Da ist es dann nicht mehr viel mit Kopfschüssen und sowas. Ich hätte aber jetzt gern das Gewehr, genau. Ah, so ist das doch schön. Ach, guck mal. Alter! Bock! 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 Oh. Oh, Chicken Nuggets sind gesund. Sind hier die Pferde? And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe to toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked on tin star. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt so ausdrücken. Zwischensequenzen sind aber sehr abwechslungsreich. Also über diese Erzählung im Comic zu richtigen Sequenzen. Stolz, gut aussehend, ungeschickt. Also bis auf den letzten Punkt trifft das auch auf mich zu. Ah, und jetzt kommt so ein Duell. Glaube ich. Sieht zumindest aus. Weil das, also die gab es auch wirklich in den ersten Call of Juarez-Teilen. Ich weiß nicht, wie sind denn. Oh, was muss ich jetzt machen? Halte deinen Gegner im Fokus, mit der Maus im Fokus. Okay, das ist der Fokus dann wahrscheinlich. Ah, Junge, ich hab dich richtig im Fokus. Aber noch nicht. Doch, jetzt. Wenn der Gegner zur Waffe greift, drücke linke Maustaste, um die Waffe zu ziehen. Und ziele mit und schieße dann mit. Okay. Oh mein Gott! Wie schlecht! Oh mein Gott! Ich... Wenn mir das erste Let's Play schon so anfängt, ich werd Panne. Ich war nur die ganze... Ich wusste nicht, dass die Maus so schwingt. Das ist ja wie besoffener wieder ziert in den Duell. Alter Schwede. Wenn der Fokus noch geringer ist, dann ist er wahrscheinlich gar nicht mehr machbar.
Wenn er zur Waffe ziehen, würde ich auch zur Waffe ziehen, ja, verstanden. Ah, direkt getroffen. Is that what that penny dreadful? Ah, schon besser. Oh boy, that ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. Oh. I finally reached those damn stables. Was? Was ist jetzt? Ach hier, hallo. Okay, dann hat er das wohl das woanders ausdrücken mit dem Straf hier. Sehr geil. Also die Dialoge sind echt spitze, die gefallen mir richtig, richtig gut bisher. Ein paar schöne Sachen, weil das, was ich jetzt zumindest mitgekriegt habe, macht einen guten Eindruck. So, wie sieht's denn aus? Nächsten Level erledigte 65, Präzision 67, ja. Ne? Das kann man noch, also. Kann man noch ausbauen. 2 von 3 Nuggets der Wahrheit gefunden. Vorfahren scheint einfach fast ein bisschen zu leicht gewesen zu sein. Nein. Also, wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Dafür, dass ich schon wieder am ersten Let's Play gestorben bin und das erste Duell verloren habe. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Die Sequenz nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Ja, after I came to. Bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered when he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Ja. Dann gucken wir mal, da jetzt, wie wir wahrscheinlich hinkommen müssen oder irgendwas. So wie das ja üblich ist. Für eine Handvoll heißes Blei. Kannst auch von dir oder ein feindgeworfenes Dynamit in der Luft schießen. Die Position des Papierfetzens, ach der, ja gut. Ne? Information über Information. Ich traue mich jetzt auch gar nicht Pause zu drücken. Oh gut, da passiert nichts. Ich würde sagen, wir cutten hiermit auch schon mal die erste Folge. Macht auf jeden Fall Laune auf mehr. Also bisher gefällt mir es sehr, sehr gut. Ist halt auch mal was anders. Ein anderer Shooter. Nicht dieser 0815-Brei. Gefällt mir bisher gut. Ich hoffe, das Spiel geht weiter so. Ich würde mich über Feedback freuen. Wie immer natürlich Facebook oder auf YouTube. Abonnieren oder in die Comments oder mich anschreiben. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich versuche euch immer weiter mit neuem Content zu unterhalten. Sofern es sich dann lohnt und sofern das auch angenommen wird. Aber wie gesagt, Feedback ist mir wichtig. Ansonsten wünsche ich euch noch was. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Mike.